BR Klassik Sweet Spot. Neugierig auf Musik. Hallo und herzlich willkommen zu Sweet Spot, dem jungen Magazin von BR Klassik. Ich bin Anne und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch heute aus dem Studio 2 im Münchner Funkhaus. Wir brauchen heute ein bisschen mehr Platz für diese Sendung, für Musikerinnen und Musiker, für Ton- und Kamerateam, denn ihr erlebt uns heute nicht nur live im Radio auf BR Klassik, sondern auch im Videostream unter brklassik.de, in unserem YouTube-Channel und auch bei Facebook. Die Sweet Spot Herbstsession haben wir das Ganze getauft. Wenn Corona schon alles lahmlegt, haben wir gedacht, müssen wir umso mehr für euch trommeln und haben einen ziemlich irren Konzertabend für euch geplant. Die Idee ist, Musikerinnen und Musiker miteinander zu verkuppeln, die vorher zum Teil noch nie miteinander gespielt haben und zu schauen, was kommt dabei raus. Und ich stelle euch diese Musiker jetzt vor. Der Klarinettist Sebastian Manz ist dabei. Er gehört definitiv zu den besten Klarinettisten, die die Welt gerade so zu bieten hat. Er hat 2008 den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb gewonnen. Er ist Solo-Klarinettist beim SWR-Symphonieorchester und wurde gerade ganz frisch ausgezeichnet mit einem Opus-Klassik für sein Leonard Bernstein-Album. Und dieses Album hat er zusammen mit Sebastian Studnitzky aufgenommen. Der ist heute Abend auch von der Partie. Jazz-Pianist, Trompeter, Komponist und Leiter des X-Jazz-Festivals in Berlin. Dieses eh schon preisgekrönte Duo verkuppeln wir heute Abend mit einer ziemlich kreativen Band aus München, der Techno-Jazz-Band Zlatek. Das ist ein persönliches Projekt von Roman Zladek, dem Kopf der Jazzrausch-Big Band. Das ist die Big Band, die ganz München zum Tanzen bringt, aber mittlerweile auch Menschen auf der ganzen Welt, wenn nicht gerade Corona ist. Was wird bei dieser Verkupplungsaktion heute Abend rauskommen? Das ist die große Frage und das ist auch das Aufregende an dieser Aktion. Ich kann euch so viel verraten, es wird zwei Konzertteile geben und da wird jeweils eine ganz eigene Musikwelt entstehen. Es geht los bei Igor Strawinsky, geht über Leonard Bernstein bis zu Steve Reich. Es gibt heute Abend keine Genres, keine Grenzen. Es ist alles frei und alles erlaubt. Es wird vielleicht ein bisschen abgefahren, vielleicht auch mal ein bisschen körperlich. Lasst euch einfach drauf ein. Und zwischen diesen Teilen gibt es einen Break. Dann haben wir die Gelegenheit, ein bisschen tiefer in diese Musikwelt hineinzublicken. Dann werde ich mit den Musikerinnen und Musikern sprechen, was da heute Abend passiert. Musikalisch, menschlich, wie das in der Musik ist, ob es da auch mal funkt. Dafür haben wir dann Gelegenheit. Jetzt könnt ihr aber erstmal eintauchen in diese ganz besondere Stimmung des Abends. Im Liegen, im Sitzen, beim Tanzen, mit einem Getränk oder ohne. Worauf ihr jetzt Lust habt, wie ihr es euch zu Hause gemütlich machen wollt. Auf jeden Fall empfehle ich euch, ein bisschen lauter zu drehen für diesen ersten Teil der Sweet Spot Herbst Session mit Zlatek, Sebastian Studnitzky und Sebastian Manz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Klassikkonzert und Club-Session im einen, eine musikalische Fusion live auf BR Classic, aber heute auch im Videostream unter brclassic.de, bei Facebook und in unserem YouTube-Channel, denn es gibt ganz viel zu sehen. Ein fettes Setup hier im Studio 2 des Münchner Funkhauses. Mein Puls, der ging rauf und runter. Ich muss noch mal einmal gut durchatmen. Die Idee dieser Sendung, Musiker verkuppeln und an dieser Stelle, nach diesem ersten Teil dieser Sweet Spot Herbst-Session, würde ich schon mal sagen, das Experiment ist absolut gelungen. Aber jetzt möchte ich euch erstmal noch die Musiker vorstellen. Die Band Slatek, Samuel Wooten Percussion, Patricia Römer Vocals, Roman Sladek Posaune, dann Georg Stirnweiß am Bass und Marco Duffner an den Drums. Und dann haben wir natürlich noch unseren Klassikstar in der Runde, Sebastian Manz, und an seiner Seite Sebastian Studnitzky, Flügel und Elektronik. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und hoffentlich so berauscht seid wie ich. Wahrscheinlich noch viel mehr. Ehrlich gesagt habe ich immer sehr neidisch rübergeblickt und dachte mir, boah, einmal erleben diesen Rausch, den sie da wohl gerade haben, und habe so in eure Gesichter geschaut. Ich würde wahnsinnig gern wissen, wie das so, was so abgeht in euch, wie das so läuft. Und ich hoffe, ihr da draußen fragt euch das auch gerade, wenn wir hier so Menschen zusammenbringen und sie zusammen Musik machen lassen. Die Idee, die gab es schon länger. Ich habe Sebastian Manz gefragt, ob er dabei sein will. Der wusste das sofort. Jetzt würde ich gerne mal Roman Sladek fragen. Was hast du gedacht, als ich dich gefragt habe, ich stecke euch mit Sladek zusammen, mit so einem Klassikkünstler? Also ich kannte dich ja vorher schon, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass wieder irgendwas Neues kommt. Du hast ja immer wieder mal lustige, gute Ideen. Und du hast so ziemlich den Kern getroffen, was uns mit Slatek von anderen Bands vielleicht unterscheidet oder auch unsere eigene Arbeit von anderen Bands, dass wir eben das trainieren wollen, rigoros neue Sachen auszuprobieren und nicht tausendmal vorzutrainieren, sondern irgendwie mit irgendjemandem irgendwann zusammengeschmissen zu sein. Und im besten Fall ist dann gleich das Aufnahmegerät oder die Kamera an. Deswegen fand ich das spannend und bin dir da dankbar darum, dass du uns zusammengebracht hast. Und Patricia, würdest du sagen, Verkupplungsaktion geglückt, oder soll ich dich erst fragen, wenn es rum ist? Ich glaube, auf jeden Fall geglückt. Also wir haben uns gestern zum ersten Mal getroffen, zum ersten Mal kennengelernt, haben gleich geprobt und es hat gut funktioniert und es macht super viel Spaß gerade. Ja. Ja, das ist das Besondere an dieser Situation. Also sie haben sich wirklich erst gestern so richtig zusammengetan. Das ist schon ein bisschen eine gewagte Nummer gewesen, weil keiner so richtig wusste, was kommt bei raus. Ich habe natürlich in euch vertraut. Aber ja, es ist alles gestern entstanden, was wir hier heute erleben. Nehmt uns mal ein bisschen mit in den Probenraum, Sebastian Studnitzky. Wie nähert ihr euch da an als Musiker? Ihr kanntet euch nicht. Passiert das alles über die Musik? Wie ist die Stimmung da so? Ja, ich muss dich korrigieren. Es ist nicht so, dass es gestern entstanden ist, sondern ein Großteil, die große Hälfte davon entsteht im Moment, wenn wir spielen. Also viele Sachen sind jetzt eigentlich, haben wir so in der Probe noch gar nicht gespielt. Also das ist ja eigentlich das Schöne an der Geschichte. Also dass man, wie soll man sagen, man plant so einen Plan B ein irgendwie, um dann den Plan A zu spielen, den man aber gar nicht so richtig geprobt hat. Ich meine, also das Besondere ist natürlich, wir sind natürlich jetzt schon so klassisch-mäßig unterwegs. Also wir haben schon unser Notenmaterial, das wir immer mal wieder so einflechten, aber so die Parts dazwischen sind eigentlich total frei und das macht mega Spaß. Ja, und dann kommt Sebastian Manz dazu, den kennen wir vom Symphonieorchester. Der sitzt da brav und hat seine Partitur für sich. Geht dir denn ein bisschen der Arsch auf Grundeis bei so einer Aktion? Ist ja nicht so, dass du jetzt jeden Tag groß improvisierst und frei spielst. Also wenn ich die ganze Zeit dran denken würde, dann würde mir der Arsch auf Grundeis gehen. Ganz, ganz genau. Aber ich blende das einfach aus und lasse es geschehen. Und genau das ist ja auch das Besondere an der Sache, wie Sebastian Studnitzky schon gesagt hat, es entsteht eigentlich in dem Moment. Und wenn wir jetzt noch 2, 3, 4 Tage länger proben würden oder einfach länger touren, wie auch immer, das wird in eine völlig andere Richtung gehen. Und das Interessante an dieser Sache, ich habe irgendwie so ein kleines Déjà-vu mit unserer Aktion vor... Ja, eure Geschichte ist eigentlich ähnlich wie diese hier, ja. Vorher noch nie irgendwie miteinander gespielt und dann in New York einfach im Studio eingeschlossen und haben mal geschaut, was passiert. Natürlich habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, auch einen Plan A und einen Plan Z, aber keinen Plan B und auch keinen Plan C. Und genau die wurden es dann. Und es driftete völlig ab. Und so ist das hier im Grunde auch. Wir haben
uns ein paar Nummern überlegt und haben uns die digital ausgetauscht, aber keine einzige von dieser ursprünglich angedachten Nummer ist tatsächlich im Programm. Und das ist eigentlich das Tolle. Und das zeigt mal wieder, dass so viel zwischen den Notenzeilen steckt. Und für mich als klassischer Musiker, ich hätte überhaupt keine Chance, wenn ich die ganze Zeit an irgendwelchen Noten oder klaren Verabredungen hängen bleibe. Also ne, das entsteht jetzt und es bleibt spannend für uns, vor allem, was jetzt noch kommt. Aber es ist ja definitiv so, dass wenn ich jetzt einen anderen klassischen Klarinettisten gefragt hätte, so ein Projekt zu machen, dann hätte der mir einen Vogel gezeigt. Also die meisten wahrscheinlich. Deshalb fragen sich sicher viele da draußen, ja, woher kann er das denn? Wie ist er denn da drauf gekommen, neben seiner Klassikkarriere, die ja auch echt groß ist, so zu improvisieren, frei zu spielen? Wann ist das gekommen? Also es ist tatsächlich eigentlich, wenn ich zurückdenke, während meiner Schulzeit gekommen. Ich hatte Klassenfreunde, die dann später auch Jazz, Klavier studiert haben. Mit denen bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Da haben wir die ganzen Realbook-Standards mal durchgeguckt und ich hab da einfach eine Melodie gesehen und dann ansonsten nichts. Eben nur Harmonien und Struktur. Stichwort Struktur, darum geht es eigentlich. Phrasierung, was ist Phrasierung? Das bedeutet für uns klassische Musiker was völlig anderes als für Jazzer. Und man fängt an, eben in diesem ganzheitlichen Bild zu denken. Und das hilft auch mir für die klassische Musik. Also wenn du dann wieder im Orchester sitzt, ist gut. Nicht alles durcheinander? Oder? Also um Gottes Willen, wenn ich da so anfange, wie wir es hier machen, dann kriege ich erstmal eine Verwarnung. Ganz klar. Nein, da haben wir Noten und es gibt durchaus auch zeitgenössische Musik, die heute komponiert wird. Wir sind ja als Rundfunkorchester, als Sinfonieorchester, SWR, wir haben einen Kulturauftrag und wir vergeben Kompositionsaufträge. Was da zum Teil auch kommt, eben mit Improvisation oder mit irgendwelchen geschlängelten Linien. Das ist schon auch spannend. Also es geht eigentlich in die richtige Richtung. Es ist fast das komplette Gegenteil von dem, was wir eigentlich sonst mit Noten haben. Und genau. Also ich muss da schon umschalten im Kopf, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, ich habe die Angst verloren zu versagen. Und wenn ich dann mal versage, dann aber auf ganzer Linie. Und das ist halt das Gute im Jazz. Herzlich willkommen. Ja. Genau. Einfach so oft versagen, bis es kein Versagen mehr ist. Das ist der Weg. So ist es. Versagen zulassen, keine Angst haben. Absolut. Und wir denken zu, ich meine, ich lasse mich immer, ich lerne jetzt eigentlich am meisten. Also bei so jetzt Projekt, in diesem Moment, also im Spiel, nicht im Sprechen, ja. Ja, genau. Also innerhalb dieses Projekts, das ist so beflügelnd, so befreiend, auch zu schauen, was eigentlich entstehen kann, wenn man nur so ein paar Punkte vereinbart. Aber man lässt sich ja von der Atmosphäre, von den Charakteren, die einen umgeben, inspirieren. Ja. Und plötzlich kommt irgendwas und alle anderen reagieren und was Besseres kann einem doch nicht passieren. Ebenso auch in der klassischen Kammermusik oder Orchesterliteratur. Ja. Eigentlich genau das Gleiche. Aber du hast gerade was gesagt, die Chemie muss stimmen. Ja, darum geht es ja heute in unserem Verkupplungsversuch. Wie merkt ihr das, Patricia? Also gibt es sowas wie, es funkt, also wie in der Liebe, gibt es das auch in der Musik, dass es funkt zwischen Musikern und dann wisst ihr ja, das haut hin, mit dem kann ich gut Musik machen. Ich glaube, es funkt schon manchmal, es funkt nicht immer. Man merkt vor allem, wenn es gar nicht funkt. Das Problem hatten wir jetzt aber Gott sei Dank nicht. Ich glaube, vor allem, wenn man auf einem relativ hohen Niveau spielt, passiert es eigentlich selten, dass es gar nicht funkt. Es ist eher so, dass man sich halt ein bisschen absprechen muss und gucken muss, wie passen wir stilistisch irgendwie zusammen und was ist unser Geschmack und wie stellen wir uns die Musik vor. Aber dann klappt das, glaube ich, schon. Aber wird denn wirklich viel geredet, Roman, also so in Sprache, wie wir jetzt, oder passiert einfach viel in der Musik beim Spielen dann selbst, ohne groß darüber zu labern? Also Musik würde ich auch, wenn es kitschig und abgedroschen ist, natürlich auch eine Sprache, eine Informationssprache, wo es darauf ankommt, gemeinsam eine Logik zu entwickeln, in der klar ist, was der andere meint mit dem, was er sagt oder spielt. Also die Musik selber hat schon wirklich einen ganz hohen Informationsanteil, wie man miteinander kommuniziert. Und ich würde sagen, es gibt tatsächlich Momente, wo das gesprochene Wort eher desinformativ ist oder Unklarheiten schafft und eine sehr logische musikalische Formulierung Sachen viel geiler noch auf den Punkt bringen kann. Und da ist es dann ja auch wirklich egal, ob es Klassik, Jazz, Techno oder was auch immer ist, muss halt geil sein und es muss irgendwie klar sein und eine Kraft und eine Stärke irgendwie haben. Und dann kann man sich eigentlich sehr gut unterhalten, egal wo jetzt der Zugang gerade dazu kommt zu dieser Sprache. Und ich glaube, das verlernt man vielleicht auch gerade in diesem Professionalisierungs-
Bereich von Hochschulen, dass man eigentlich am Anfang eher intuitiv spricht, vielleicht als Musiker, dann im Studium erstmal viel Regeln wieder lernt und anfängt gestelzt und irgendwie eigenartig zu gehen und zu sprechen und sich dann vielleicht so im Laufe des Studiums und wenn man dann fertig ist, wieder ein bisschen auf das zurückzubesinnen, warum man eigentlich angefangen hat. Und das ist eigentlich dann eine sehr schöne Art zu kommunizieren. Sebastian Studnitzky, muss ich mal dazu sagen bei diesem dieser Sebastian-Kombo. Ist es denn so, müsst ihr euch ist da eine Parallele, wenn man sich im Gespräch gut versteht und sich nett findet, ist es dann automatisch auch in der Musik so? Oder hast du schon mal erlebt, dass du jemanden ganz furchtbar fandest, aber mit ihm gut Musik machen konntest? Nee, die Kombination kenne ich jetzt nicht so. Ist eigentlich eher so, jetzt gerade im Jazz, da wird man oft so ein bisschen zusammengewürfelt oder man hilft mal irgendwo aus oder sowas und trifft sich eigentlich auf der Bühne das erste Mal oder auch so wie, wir haben jetzt eigentlich jetzt so zwischen den Proben gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen, also wir wissen gerade mal unsere Namen und so ein paar Sätze und trotzdem entsteht so eine Kumpelschaft sofort irgendwie oder auch so eine Freundschaft. Man ist sich halt nah, weil man aufeinander achtet, weil man aufeinander hört. Ist dann schon so, dass das Spielen irgendwie so eine emotionale Bindung irgendwie, zumindest in diesem Moment dann schafft irgendwie. Ja, du bist das gewohnt als Jazzer, so jammen und zusammenkommen. Was ist das denn jetzt für ein Reiz, mit jemandem wie Sebastian Manz zu spielen? Ist das vielleicht dann auch eine andere Art so einer Session? Da kommen da ganz andere Dinge zusammen? Nee, klar, absolut. Ich meine, für mich ist das hier ein riesen, ziemlich krasse Nummer irgendwie. Also so, genau, als ich damals angerufen wurde von der Plattenfirma, die hat uns das eigentlich so ein bisschen untergeschoben. Da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, so Burns, sein Konzeptalbum stehe ich, also so Konzeptalben, damit kann man mich eigentlich jagen irgendwie. Deswegen habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hier so Bernsteins Greatest Hits als Jazzballade und sowas, das brauche ich überhaupt nicht. Dann habe ich aber mit dem Kollegen hier gesprochen, da war relativ schnell klar, also dass West Side Story nicht gespielt wird. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Ja. Genau, und dann war mir eigentlich relativ klar, dass wir halt eher so gucken, dass wir halt in so einen ganz eigenen Ansatz finden, aber ist halt... Für mich ist eine Riesenherausforderung, weil einerseits wahnsinnig viel notiertes Zeug, da geht mir so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Das ist schon, so ohne Noten spielen ist easy für mich, aber mit Noten spielen ist dann doch nochmal was anderes. Und dann auch so dieses, wie soll man sagen, dieses Timing. Also wir Jazzmusiker oder elektronische Musiker, für uns ist das Timing total festgelegt und in der Klassik atmet es ein bisschen. Und das ist total interessant, so mit beiden Parametern zu spielen. Ich erkläre an dieser Stelle nochmal für alle, die zuschauen und zuhören, das ist euer Projekt, diese Bernstein-Platte. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, aber wer vielleicht noch nicht dabei war, Leonard Bernstein-Album, dafür gab es ein Opus-Klassik für die beiden Herren und da sind sie eben auch sehr spontan zusammengewürfelt worden. Ne? Bernstein-Story. Und auf diesen Stücken, die auf dem Album sind, basiert im Grunde heute auch der Abend. Es steckt ganz viel drin. Das ist so die Grundlage, das nochmal so nach draußen irgendwie zur Erklärung. Zu Slatek nochmal, Patricia, weil wir jetzt so viel ja auch über Improvisieren, diese Session und Zusammenkommen. Es ist bei euch aber ja trotzdem nochmal was ganz Besonderes, weil es fast so symbiotisch wirkt, wenn ihr zusammen spielt. Das ist so, als würdet ihr das irgendwie so in einem Trance-Zustand und wisst genau, was der andere tut und wie kann das entstehen? Seid ihr euch so nah? Kannst du das überhaupt in Worte fassen, was da so geschieht? Oder sehe ich es zu romantisch? Sag's ruhig. Also so romantisch ist es in der Band jetzt nicht an sich. Aber als einzige Frau. Das ist eigentlich eine reine Sprücheband. Ich sage immer, ich fahre jetzt zur Sprücheband, weil die Jungs alle nur Sprüche machen die ganze Zeit. Und dafür waren sie heute recht anständig. Ja, das stimmt allerdings, genau. Aber eben musikalisch ist es dann ganz anders. Also... Es ist sehr intuitiv. Ich weiß auch oft nicht genau, was die anderen gerade machen, aber ich glaube, dass bei jedem von uns, dass wir halt intuitiv aufeinander reagieren und das ist das Spannende für uns, dass wir eben gar keine Noten haben und überhaupt nichts vorher ausmachen normalerweise. Also wirklich gar nichts? Nein. Also wir mit Slatek machen eigentlich nichts vorher aus. Das heißt, das Stück beginnt und dann geht sie euch rein. Wir wissen, dass es ein relativ hohes Tempo ist, so okay. 120 aufwärts sollte es auf jeden Fall sein. Dann ist Roman Slatek glücklich und auch der Rest der Band. Okay. Und, genau. So muss das sein, wenn Roman glücklich ist. Genau, dann ist ja. Okay. Ja. Ja, also das ist der totale Kick. Ja, das ist dann die Steigerung von allem. Sebastian, bis du dahin kommst,
Gut, du bist ja jetzt mittendrin, aber wenn du dich ganz diesem Leben hingibst, ja, da muss wahrscheinlich noch viel passieren. Nun ja, ich finde das ja total interessant. Also auch jetzt während unserer Probe gestern und auch heute, ich war immer so, oh, okay, ich bereite dies und jenes vor. Ich habe am Anfang Noten ausgeteilt, eben genau für diese vier Nummern, die wir ursprünglich mal andachten und oder jetzt auch mit dem Steve Reich. Und es ist für mich natürlich als einer, der eben an der Hochschule dann die Theorie gelernt hat und sich immer bestimmten Regeln unterordnen muss, und muss, schon ein gewaltiger Sprung zu sagen, hey, jetzt lassen wir einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Musik in diesem Moment entstehen. Das finde ich total faszinierend. Auf der anderen Seite bin ich schon auch natürlich ein Fan davon, wenn man da irgendwie auch so einen Mittelweg findet. Und da finde ich dieses Projekt irgendwie so wirklich bezeichnend, weil wir eben nicht nur aus zwei, sondern drei, vier verschiedenen Welten hier zusammentreffen. Man hat dann im Grunde irgendwie doch ein Gerüst. Also im Grunde, ich vergleiche das immer mit dem Skelett eines Körpers. Und da baut sich dann alles andere drauf auf. Also ein Skelett hat im Grunde kein Aussehen, also es hat eben eine Struktur. Aber alles, was dann darüber kommt, das kann in jede beliebige Richtung kommen. Und ich glaube, das ist die Essenz von dem Ganzen. Also immer zu schauen, ja, wo ist der goldene Mittelweg und wie kann man das Beste aus allen Welten irgendwie vereinen. Und dann diese ganzen Noten und alles, was ich vorbereitet habe, die sind neu im Hotelzimmer jetzt. Oder? Ja, aber ihr werdet jetzt nochmal das Beste aus allen Welten vereinen, denn es gibt noch eine zweite Session, glücklicherweise. Und wenn ihr erst später eingeschaltet habt, dann gibt es die tolle Möglichkeit, diese Sendung, diese Session, dieses Konzert nochmal zu erleben, so oft ihr wollt, auf brklassik.de, bei YouTube und bei Facebook und auch im Radio auf brklassik. 1000 Möglichkeiten und es bleibt auch lange im Netz zum Erleben. Und ja, ich gebe euch jetzt noch einen Moment Zeit und ja, versuche mal zu erklären, was jetzt in dieser zweiten Session noch auf euch zukommen wird. Also, Sie haben sich jetzt warm gespielt, deshalb geht es nochmal in die Vollen. Die ganze Band, das ganze Gespann im zweiten Satz aus Leonard Bernsteins Klarinettensonate. Und dann kommt ein Stück, das Sebastian Studnitzky und Sebastian Manz komponiert haben, Melancholeni, also nach Leonard Bernstein. Und dann werden sie von Bernstein auch noch Chichester Choral spielen im Duo. Es gibt wieder eine freie Improvisation von Slatek. Das alles endet dann in Bernstein. Aber los geht's jetzt mit Igor Strawinsky. Und Sebastian Manz spielt solo den dritten Satz aus den drei Stücken für Klarinette. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser zweiten Session. Genießt es. Thank you.
Thank you.
Das war die Sweet Spot Herbst Session mit Sebastian Manz, Sebastian Studnitzky und der Band Sladek. Das sind Marco Duffner, Georg Stirnweiß, Roman Sladek, Patricia Römer und Samuel Wooten. Schön, dass ihr dabei wart bei diesem Experiment. Ihr könnt den Rausch gerne noch mehr erleben auf all unseren Kanälen. brklassik.de, Facebook, YouTube, und dieses Konzert gibt es sogar als Podcast zum Download unter brklassik.de. Das Studio steht noch, falls sich das jemand fragt. Herzlichen Dank an die Musikerinnen und Musiker für dieses Wahnsinnsexperiment. Vielen Dank an das Team, das diesen Abend möglich gemacht hat. Die nächste Sweet Spot Session, die gibt es dann am 21. Dezember. Da wird es sehr weihnachtlich, das kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Ansonsten könnt ihr natürlich Sweet Spot jeden Montag im Radio hören, 21.05 Uhr auf BR Klassik. Und im Radio geht es jetzt auch noch weiter bis 23 Uhr. Da könnt ihr dann zum Abschluss noch die Jazzrausch Big Band hören mit einer Aufzeichnung vom Big Harry Festival 2018. Und da sind einige Musiker dabei von der Band Sladek, die ihr heute Abend hier erleben könntet. Mein Name ist Anne-Kathrin Henschel und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend.